der Sonnenschein auf seinem Weihnachtswunschzettel stehen hat, darf sich freuen. Wer Schnee draufstehen hat, wird hingegen wohl enttäuscht werden. Mit Sonnenschein geht's in die neue Woche, doch der vielversprechende Tagesbeginn morgen hält leider nicht, was er verspricht. Schon mittags hängen wieder dicke Wolken am Himmel, die Werte dazu 4 bis 10 Grad. Zum Heiligabend am Mittwoch verziehen sich die Wolken wieder und uns stehen 2 schöne sonnige Tage mit milden Temperaturen bevor. Am ersten Weihnachtsfeiertag kann es gebietsweise allerdings zu Niederschlägen kommen. Die große Wetterlage ist förderlich für unseren Schlaf und kommt auch Gichtgeplagten sehr zugute. Weniger positiv sieht es allerdings für Rheuma-Patienten aus.